Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute gibt es ein ganz besonderes Video. Und zwar zeige ich euch mal meine absoluten Top-Intensiv-Techniken-Übungen. Also die Übungen, die den Muskel absolut niederbrennen und wo ich das Gefühl habe, nur diese eine Übung sorgt schon dafür, dass ich definitiv einen Wachstumsreiz gesetzt habe. Spätestens da werdet ihr den Muskel richtig spüren und das sorgt dafür, dass ihr wirklich Mega-Pump habt. Das hier sind die Übungen. Meistens sind es irgendwelche Intensivtechniken gepaart mit einer Übung, die besonders mit dieser Übung Sinn machen. Und da ist für alles etwas dabei. Hier meine absoluten Favoriten darunter, in keiner besonderen Reihenfolge. Wir fangen einfach mal mit der ersten an. Hier haben wir schon die erste und das ist die Rudermaschine. Mag jetzt erstmal etwas seltsam klingen. Es ist nicht etwa Hardcore, Langhantel, Rudern, Kreuzheben oder dergleichen. Was ich entdeckt habe bei der Maschine mit dem Steckgewicht, dass man unheimlich gut ein Dropset natürlich machen kann. Dafür ist Steckgewicht sowieso immer gut geeignet. Einfach runterstecken und mit der Hälfte des Gewichts weiter fortfahren. Bei dieser Übung hier, die ich sogar teilweise als Hauptprioritätsübung vorangemacht habe, hat es aber für ein richtig gutes Gefühl gesorgt im inneren Teil des Rückens, genau da, wo es hin soll. Und zwar das Ganze breit gegriffen und dann schwer anfangen, heißt wirklich mit 6, 7 Wiederholungen maximal und dann das Gewicht so runter tun, dass man nochmal 6, 7 Wiederholungen macht. Beim nächsten Satz kann man so 8, 8 machen und dann vielleicht einmal 10, 10 und der Rücken brennt bereits ab. Das ist eine super Übung, um entweder zu starten oder auch sein Rückenworkout zu finishen, aber nicht zu unterschätzen, vor allem wenn ihr euch auf den inneren Teil konzentriert. Eine weitere Powerübung ist das Trizepsdrücken am Seil oder auch Seildrücken auf eine ganz bestimmte Weise. Und zwar kombinieren wir hier zwei Winkel, in denen wir den Trizeps trainieren. Zum einen halten wir ihn ganz streng an der Seite und unsere Ellbogen bewegen sich kein bisschen. Unsere Oberarme bleiben am Körper und wir fokussieren uns darauf, einfach mehr oder weniger runterzuziehen. Und danach, wenn wir das gar nicht mehr können und am Ende sind, gehen wir einen ganzen Schritt zurück, lehnen uns nach vorne, wodurch wir hier einen 45-Grad-Winkel zum Oberkörper haben und machen das Ganze nochmal teilweise auch mit Schwung, um das letzte bisschen rauszuquetschen. Das fällt uns nochmal leichter. Das machen wir mit genau dem gleichen Gewicht und powern damit nochmal aus. Auch das, von zwei Winkeln den Trizeps trainiert, hinterher nochmal frei gehabt, brennt den Trizeps richtig gut nieder. Eine weitere Übung sind im Liegen Kabelcurls, 45 Grad Schräge und damit Dropsätze. Das ist eine Übung, die habt ihr schon öfters in meinen Videos gesehen. Gott, bin ich froh, dass ich die jetzt nicht machen muss. Es ist auch nicht mein Bizeps-Tag. Und hier seht ihr, wie ich diese ausführe. Im Prinzip ist es hier auch ein Dropset, den ihr macht, aber vor allem speziell ihr liegt, wodurch ihr euch nicht um Körperbalance kümmern müsst, um gar nichts. Und alleine das sorgt schon für ein anderes Bizepsgefühl. Aber von richtig hohem Gewicht, 6, 7 Wiederholungen maximal, dann nochmal runterzustellen auf ungefähr 60% des Gewichts und direkt im Anschluss weiterzumachen, das macht ordentlich was mit dem Bizeps. Da ihr kaum abfälschen könnt, weil der Bizeps frei vor eurem Körper in der Luft ist, das gibt nochmal zusätzlich den Kick und damit ist es auch eine meiner absoluten Top-Übungen, die so richtig den Bizeps ausbrennen. Genauso wie die nächste. Und schon wieder haben wir eine Bizeps-Übung-Repertoire. Der Bizeps ist gut auszupowern mit solchen Intensitätstechniken. Vor allem gerät man da nicht so ins Taumeln, wie wenn man das für die Beine oder den Rücken macht. Aber das hat auch etwas Gutes, denn viele von euch haben äußerst selten bis nie Muskelkater im Bizeps und damit kriegt man es hin. Hier ist die nächste Bizepsübung und zwar Power Curls. Ich habe dieser Übung mal irgendwann den Namen gegeben, da ich nicht weiß, ob die schon mal jemand erfunden hat, gemacht hat und wenn ja, dann möge er es mir verzeihen, wenn ich jemals gesagt habe, ich habe sie erfunden. Tatsächlich ist da aber auch ein Stück weiter, denn irgendwann habe ich sie mir mal einfach selbst ausgedacht. Auf meinem alten Kanal gab es schon ein tolles Video dazu. Hier oben seht ihr es, ist aber nicht auf diesem Kanal. Wer ein Update davon mal möchte für diesen Kanal mit meinem jetzigen Ich, dem jetzigen Gotti, schreibt es in die Kommentare und ich mache gerne mal ein Update 2022 dazu. Power Curls sind im Prinzip eine Mischung aus zwei Übungen, die man dann im Supersatz macht, heißt direkt hintereinander trainiert. Die erste Übung ist das gegenteilige Prinzip von normalen alternierenden Curls. Das heißt, ihr kennt diese Klassikerübung, wo man abwechselnd trainiert und
Ich habe noch nie besonders viel davon gehalten, weil es eigentlich Pausensätze sind und die Übung meistens unter normalen Trainingsumständen eingeflochten wird. So trainiert ihr nicht die Brust, so trainiert ihr nicht den Rücken, außer ihr macht es gezielt als Pitforce-Training oder dergleichen. Beim Bizeps fangen die Leute an, eben diese Pausenzeiten einzuhalten. Dann schaut man mal auf den einzelnen Arm. Dann hat er jetzt 2-3 Sekunden Pause, während ich die Wiederholung hier mache und dann trainiert er wieder. Was ich jetzt mache ist, ich gebe ihm keine Pause, sondern mache das Gegenteil. Er bleibt in einer statischen Kontraktion, während ich mit dem anderen weitermache. Das heißt, statt unten in Entspannung bleibe ich oben in der Anspannung. Und das hat dann eine statische Wiederholung und eine normale zur Folge. Und das ist gigantisch, was ihr da schon an Konzentration für braucht. Wer eine Anleitung dafür möchte, schaut euch das Video an oder schreibt es in die Kommentare. Anschließend, der zweite Teil ist, wenn ihr hier nicht mehr weiterkommt, gar nicht mehr könnt im ersten, dann lockert ihr kurz aus, nicht die Hanteln ablegen, nur 5-6 Sekunden mehr nicht. Und dann macht ihr anschließend die Übung, die ich gerade noch so verschrien und kritisiert habe. Denn jetzt kann eure Arme gut die Pausen brauchen und ihr werdet trotzdem nicht mehr so viele Wiederholungen schaffen. Macht auch ruhig ein bisschen Körpermovement dazu, fälscht ein bisschen ab, reißt die Hanteln noch irgendwie hoch. Ich würde ein Gewicht empfehlen, mit dem ihr so um die 6-8 Wiederholungen gerade mal nur schafft. Und dann macht ihr diese beiden direkt hintereinander. Wie gesagt, wer mehr dazu sehen möchte, fordert's in den Kommentaren. Eine super Übung, die hat schon immer Muskelkater bei mir, auch im Bizeps beschert. So, hier bin ich an der Beinstreckmaschine und so manche, vor allem Beintrainingsfetischisten von euch, halten ja relativ wenig von Isolationsübungen. Und es gibt auch viele unter euch, die sicherlich Schwierigkeiten haben, einen richtig guten Muskelkater in den Quadrizeps, in den vorderen Teil des Oberschenkels zu bekommen. Damit kann man hier Abhilfe schaffen. Und zwar gibt es eine super Möglichkeit, die direkt für viele Einsatzgebiete da ist, das aus einer Isolationsübung wie dem Beinstrecken rauszuholen. Und zwar einen 50er oder 100er Mio-Satz zu machen. Ist ein super Mio-Satz, hat nichts mit dem Carsten zu tun, beziehungsweise nur wenig, denn es ist von ihm inspiriert, aber es ist eben nicht nach dem Sinn des Mio-Kalypse-Trainings. Es ist nämlich eher eine absolute Intensivierung. Und zwar macht ihr einen durchgehenden Satz eigentlich, nur dass ihr Pausenzeiten dazwischen einhaltet. Es ist so eine Mischung auch aus dem Pitforce-Training und ein paar anderen Techniken wie Pausentechniken und so weiter. Ihr nehmt euch eine Zahl vor, sagen wir, wir machen mal einen 100er Satz heute, richtig hardcore. Nehmt ein bestimmtes Gewicht und müsst nun 100 Wiederholungen in der kürzesten Zeit absolvieren. Da ihr die nicht hintereinander schaffen werdet, falls ihr nicht ein kleines Gewicht eingestellt habt, Tipp hierbei, stellt ein Gewicht so ein, dass ihr ungefähr 20 Wiederholungen im ersten Anlauf macht, bis zum Muskelversagen. Dann geht auch nichts mehr. Ihr hört nicht vorher auf und könntet 24 oder 28 machen. Nein, mit 20 könnt ihr nicht mehr. So ein Gewicht stellt ihr ein. Und wenn ihr das dann habt, braucht ihr natürlich Pause. Und dann müsst ihr euch immer wieder Pause gönnen, bis ihr diese 100 voll habt. Folglich, ihr könnt jetzt nicht einfach nur 3 Minuten Pause machen und macht nochmal 20 Wiederholungen mit dem gleichen Gewicht. Das Gewicht muss eingehalten werden. So leicht geht es also nicht. Das heißt, ihr werdet immer weniger Wiederholungen machen und müsst trotzdem versuchen, das in der kürzesten Zeit zu absolvieren. Und das ist nur Appell an euren eigenen Ehrgeiz. Haltet ihr jetzt nur 15 Sekunden Pause ein, dann ist klar, ihr werdet wahrscheinlich nur 4, 5 Wiederholungen, vielleicht 6, 7 nachbekommen. Ihr werdet da nicht über 10 kommen. Macht ihr eine halbe Minute oder sogar bis zu einer Minute Pause, werdet ihr mehr Wiederholungen schaffen. Aber ihr versucht es ja in der kürzesten Zeit. Also, es liegt an euch, eine Strategie, ähnlich wie beim Formel 1, herauszufinden, wie ihr das schafft. Mit dem richtigen Ehrgeiz macht diese Übung Spaß. Und was wirklich toll ist an dieser Übung, dass sie auch zeitsparend ist. Sie ist unheimlich intensiv. Euch brennen die Oberschenkel einfach nur ab und ihr spürt es definitiv am nächsten Tag. Und ihr setzt einen Reiz damit. Aber ihr macht das in einer relativ kurzen Zeit, denn danach, es gibt nicht 2 oder 3 Sätze davon. Das ist die eine Übung und das reicht. Wenn ihr zum Beispiel das Ganze auch noch bei der Bein-Bizeps machen würdet, hättet ihr die Beine trainiert. Da muss nicht noch was kommen, weil das so brachial intensiv ist. Und wenn man zusammenzählt, sind es ja auch eine ganze Menge Sätze, die ihr da letzten Endes gemacht habt. Das am Ende eines Trainings zu machen, wenn ihr denkt, hey, soll ich mal eine zusätzliche Einheit heute machen für den Oberschenkel, für den Quadrizeps? Und dann habt ihr das innerhalb von 5 bis 10 Minuten vorbei. Und im Kopf wisst ihr, das hier ist eigentlich nur ein Satz. Den fange ich jetzt an
und danach gehe ich unter die Dusche. Das hat was. Also, Zeit sparen, toll. Intensiv ist es aber auch wahnsinnig. Und wer am Ende seines Beintrainings gerne mal nochmal richtig einen rausprügeln möchte, auch für den ist das was. Einer meiner absoluten Lieblingsintensitätstechniken geworden, gerade für den Quadrizeps, wo relativ wenig sonst bei mir ankommt. Das zeige ich euch jetzt nicht. Wenn ihr das mal unbedingt sehen wollt, wie ich so einen Satz mache und mich quälen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Dann werde ich diesen Satz mal einfach machen und daraus ein ganzes Training beschreiben. Nur für euch. Und da sind wir wieder bei einer Bizepsübung und ich habe sie euch schon einmal gezeigt. Da ging es um das mittlerweile legendäre Video, weil ich es einfach schon so oft erwähnt habe, des Abfälschens drum. Und zwar die SZ-Curls. Es gibt kaum eine Übung, bis auf vielleicht Seitheben, bei der Abfälschen so viel Sinn macht und so viel mehr Intensivierung reinbringt, wie bei den SZ-Curls. Wenn man die richtig reißt, denn ich kriege tatsächlich, dafür sind meine Bizeps zu schwach, keine 50, 60 Kilo gerade hoch, da muss ich quasi immer nachhelfen, mache die dann aber, führe die wieder korrekt runter. Und das richtig zu reißen, mit der Konzentration dabei zu bleiben, mit dem Fokus dabei zu bleiben und hochzureißen, kontrolliert abzusenken, da ist alles drin. Da sind teilweise ein paar Pausensätze drin, weil ich ein paar Sekunden dafür brauche. Abfälschen natürlich, weil ich mit dem Körper hochhelfe, aber dann wieder korrekt lande. Aber vor allem auch Negativwiederholungen, die ich dadurch mache. Denn ich helfe aktiv die Positive hoch und muss hier doch wieder langsam ankämpfen. Ich lasse die nicht einfach runterfallen. Ihr braucht unglaubliche Selbstbeherrschung, einen starken Fokus dafür, aber dann brennt es euch den Bizeps nieder und eins kann ich euch schon versprechen, davon 3-4 Sätze und euer Bizeps-Training, egal ob ihr es nach dem Rücken habt oder einzeln, ist eigentlich getan. Ich glaube nicht, dass irgendjemand den Bizeps noch mehr zum Wachsen bringt, indem er einfach noch mehr Übungen dahinter macht. Höchstens ein bisschen was zu formen, Pump oder sonst was, das würde ausreichen. So, aber jetzt haben wir genug der Bizepsübung. Und hier eine Übung, die prädestiniert ist für eine weitere Intensitätstechnik, und zwar den Teilwiederholungen. Ja, viele da draußen verschreien eine Teilwiederholung, wenn sie die von außen sehen, immer als keine richtige Wiederholung. Tja, das sind die Spitzen des Fitnessstudios, die es nicht ganz verstanden haben. Wenn ihr gerade beim Seitheben ein Gewicht ganz korrekt bewältigt und davon eure 10, 12, keine Ahnung, was ihr anzieht, Wiederholungen macht, dann würde man normalerweise, würden die Formtechniker, also die vor allem die Technik-Nazis unter euch, wahrscheinlich danach sagen, okay, wenn ihr keine ganze mehr hinkriegt, dann ist die Übung vorbei und es lassen. Die Hardcore-Johnnies unter euch machen jetzt aber weiter, also quasi die Alliierten unter euch, die würden jetzt, selbst wenn sie nur bis hierhin kommen, weitermachen. Ja, es ist kein Fuschen, weil es geht nicht darum, Wiederholungen zu zählen, aber völlig logisch ist, während die anderen schon aufhören und ihr geht zumindest bis da, dass eure Schultern noch weiter belastet werden und abbrennen. Und irgendwann kommt ihr nicht mal mehr bis zur Hälfte, sondern nur noch bis dahin. Und ihr macht trotzdem weiter. Und zwar so weiter, Fokus beibehalten, dass ihr versucht hochzukommen, langsam runter. Selbst wenn ihr nur noch schwingt und selbst wenn ihr gar nicht mehr könnt, macht ihr nur noch die kleinen. Selbst wenn ihr unten nur noch 1-2 Zentimeter bewegt. Alles ist eine Mehrbelastung und bringt mehr Stress zum Muskel und danach eine schöne Entspannung und danach schönes Wachstum. Also, eigentlich hängt ihr nur was hinten dran, im Gegensatz zu denen, die die Form einhalten und das dann einfach dabei belassen. Und das ist gerade für Seitheben eine fast schon unumgängliche Intensitätstechnik, auch an der Maschine, aber vor allem an den Kurzhanteln. Kann ich nur empfehlen, ohne mache ich die Übung gar nicht mehr. So, und damit sind wir auch schon bei der letzten Technik angelangt. Eine Technik, die ich sehr gerne mal einstreue für die Brust und die gerade für die Brust, für kaum einen anderen Muskel bei mir, so sehr auch wirklich etwas bewirkt hat, da, das muss ich dazu sagen, bei meiner individuellen genetischen Ausprägung es so ist, dass meine Brust sehr auf Kraftreize reagiert. Heißt wirklich im niedrigen Wiederholungsbereich, wo ich die Brust hauptsächlich trainiere. Wer jetzt sagen mag, ja, aber trotzdem hast du keine große Brust, der hat recht. Aber dennoch damit wesentlich mehr, als wenn ich viele Wiederholungen mache. Und das ist eine Pit-Force-Einheit. Pit-Force ist normalerweise auch ein Trainingssystem und wie ich schon oft gelernt habe und geprägt habe, guckt euch etwas von jedem Trainingssystem ab, schaut, was es bringt, was es nicht bringt, ob es Schrott ist oder ob es gut ist oder irgendwas dazwischen. Vielleicht schaut ihr euch nur einen Teil davon an, vielleicht guckt ihr es euch nur für eine Übung ab. Und genauso kombiniere ich das auch. In meinem Brusttraining ergänze ich ganz gerne mal voran
Als allererste Übung mache ich den erste als Pit-Force-Satz. Heißt, ich gucke, dass ich 20 Wiederholungen mache mit einem Gewicht, wo ich nur 4, 5, vielleicht höchstens 6 schaffen würde. Mache dann nur eine Wiederholung, das ist das Pit-Force-System, pausiere einige Sekunden, mache dann die nächste Wiederholung, bis es immer schwieriger wird und ich irgendwann mit Ach und Krach bei 20 lande. Wenn man das noch intensiver macht, braucht man zum Schluss teilweise 30, 40 Sekunden, um mit wirklich Hängen und Würgen noch eine Wiederholung hinzubekommen. Dadurch habt ihr sehr viel Gewicht bewegt, einen sehr hohen Kraftreiz geschaffen, weil ihr ja ein sehr schweres Gewicht immer wieder bewegt. Und das in der möglichst kurzen Zeit zu schaffen, finde ich wahnsinnig sinnvoll. Wer so einen Satz mal komplett sehen möchte, der schreibt es bitte auch hier in die Kommentare. Den muss ich euch dann jetzt nicht zeigen, weil das dauert dann eine gewisse Weile. Und dann mache ich das ganz gerne mal mit euch zusammen und demonstriere euch anhand dieses Beispiels ein Pit-Force-Training. So, jetzt schaue ich mal da rein. Und das war es auch soweit. Also, wenn dieses Video irgendwas gebracht hat, lasst mir bitte ein Like dann dafür da, als Belohnung für diese viele Rederei. Und schreibt mir bitte mal in den Kommentaren, welche dieser Techniken ihr speziell mit dieser Übung auch benutzt oder bei welcher Übung ihr diese Techniken besser findet. Ihr habt viele Techniken wiedergefunden in den Übungen, sowohl Supersätze, Dropsätze, Teilwiederholungen, Abfälschtechniken, Pit-Force-Training und so weiter. Vielleicht habt ihr eine andere Übung, mit der ihr genau diese Techniken benutzt. Habt ihr schon mal mit denen ausprobiert? Habt ihr mit bestimmten Muskelgruppen Probleme? Benutzt ihr oft Intensivtechniken? Ein riesiger Apparat an Gesprächsstoff, den ihr hier habt. Ab in die Kommentare. Was ich immer richtig toll finde, ist, dass ihr euch da regelrecht unterhaltet. Und viele auf diesem Kanal haben 20, 30 Jahre plus Trainingserfahrung. Da kann dann selbst ich nicht mithalten. Da möchte ich auch wissen, was ihr davon haltet. Ihr habt sicherlich schon viel ausprobiert. Also, lasst es mir in den Kommentaren da. Und ansonsten abonniert den Kanal, wenn euch das gefallen hat, was ihr hier so gesehen habt. Und ihr könnt mich weiterhin unterstützen und euch selbst, indem ihr zum Beispiel bei Protein Arena eure Proteinshakes einkauft. Die haben ein Riesensortiment, 15% auf alles. Schaut einfach mal unten nach und gebt den Code entsprechend ein, denn mit mir spart ihr dann auch noch da ein bisschen. Ansonsten schaut euch die anderen Videos auf dem Kanal an und ich bin jetzt raus, muss mal endlich trainieren. Bis bald, euer Gotti.